wir wollten die Gelegenheit nutzen und uns bei der Jury der Equinale bedanken. Vielen Dank dafür. Wir können leider heute nicht dabei sein, aber dafür drehen wir für euch die zweite Staffel Armands Geheimnis. Viele kennen mich schon. Ich bin von der Equinale, dem Pferdefilmfestival. Und wir haben quasi heute zu Gast, virtuell zu Gast, François Goeske, Schauspieler und Jurymitglied. Wie bist du eigentlich aufs Pferd gekommen oder ans Pferd ran? Ja, also hallo erstmal. Ich bin aufs Pferd gekommen, das war, als ich klein war. Also lass es so 10 Jahre alt sein oder so. Das war in Frankreich, also ich lebe ja hier in Deutschland, aber meine Mutter ist Französin und demnach sind wir im Urlaub immer nach Frankreich gefahren und zu meinem Onkel. Und der ist Landwirt. Und der wiederum hat 2 Pferde. Und diese 2 Pferde, oder beziehungsweise eins hat mir gereicht, wäre ich gerne geritten, aber die waren nicht reitfähig. Also die haben das nie gelernt gehabt. Und so war das so ein bisschen schade für mich und meine Geschwister. Und deswegen haben meine Eltern dann beschlossen, dass sie uns sozusagen einen Kurs dort auf dem Land ermöglichen. Und da sind wir dann als Kind immer wieder mal geritten, so in einer Reitschule. Und so fing das alles an. Und genau, mit der Zeit war ich immer wieder auf dem Pferd. Aber ehrlich gesagt mehr aus Arbeitsgründen als privater Mensch, weil ich hier weder den Platz habe und auch nicht zu viel unterwegs bin, als dass ich das dann regelmäßig machen kann. Vielleicht ergibt sich ja mal was anderes, aber momentan ist die Situation eher schwierig, was das Reiten betrifft. Also ich habe 2007 die Schatzinsel gedreht, wo ich auf dem Pferd geritten bin. Dann 2009 bei Dornröschen, da bin ich als Prinz natürlich sehr viel auf dem Pferd gewesen. Und ja, bei Armands Geheimnis dann, 2016 war das dann. Genau, da habe ich mich sogar vom Pferd zum Menschen verwandelt. Also es gab selber eine Steigerung, mal sehen, was noch kommt. Ja, ist eine gute Frage, weil man kann es jetzt nicht mit normalen Pferden vergleichen, weil Stuntpferde nochmal anders trainiert werden. Die hören auf Signale, haben vielleicht auch schon ein Gespür dafür, wenn eine Szene, ein Take losgeht. Es ist schon eine Herausforderung, vor allem für mich als Mensch, mit solchen Tieren zu drehen. Das sind ganz tolle Tiere. So Stuntpferde sind hochinteressant, weil die auch, wie gesagt, ganz anders trainiert werden. Also ein Beispiel, war ich gerade am Quatschen und plötzlich lief mein Pferd wie immer los, obwohl ich das Signal gar nicht gegeben hatte und ist dann auch stehen geblieben auf der Marke, wo es dann stehen sollte, vor der Kamera. Und ich habe dann gemerkt, alle gucken mich an und ich war irgendwie so, hey, irgendwie, warum bist du schon losgelaufen? Und habe dann gemerkt, ach so, wir drehen. Also das Pferd hat das und bitte vom Regisseur registriert, hat ganz brav seinen Job gemacht, ist zur Marke hin und ich wollte noch was klären und war völlig verwirrt und stand dann da mitten in der Aufnahme. Also ich finde das toll, also hochprofessionell auch. Und genau, und dann mussten wir das halt nochmal machen. Insofern sind Pferde auch voll die Hilfe, weil die manches automatisch dann, wenn sie es ein paar Mal gemacht haben, dann wieder wiederholen können. Aber es gibt natürlich so Momente, wo man dann echt gerade bei so Kamerafahrten, wenn die Kamera dich verfolgt oder mit dir mitgeht, dass du den Abstand zur Kamera hältst, plötzlich vielleicht könnte es sein, dass der Kameramann irgendwie stolpert oder wird das Pferd nervös oder dann ruckelt und dann muss man irgendwie mitgehen. Also das ist immer so tricky, vor allem wenn man dann auch noch einen Text hat und eine Rolle zu spielen hat. Also wenn ich als privater Mensch, wenn ich privat auf dem Pferd sitze, kann ich einfach ich sein und mich voll dem Pferd hingeben.
Wenn ich aber als Schauspieler auf dem Pferd dann noch eine Rolle spielen muss, ist es schon eine Herausforderung, aber es macht Spaß. Aber dir ist so, wie zum Beispiel, ich glaube, Johnny Depp ist ja mal runtergefallen, auch während der Dreharbeiten. Ich glaube sogar bei diesem Lone Ranger. Aber dir ist noch nicht so was passiert. Ja. Der hat sich irgendwie die Schulter da gebrochen oder so irgendwas. Oh. Ja. Aber der mag ja eigentlich auch Pferde sehr gern. Ja, ich glaube, der hat sich sogar das Pferd gekauft, das er da geritten hat. Dann. Oh wow, na gut, das sind natürlich nochmal andere Dimensionen. Da kauft man sich halt mal eben Pferd für die Rolle. Nein, der hat sich, da war es so, also hat zum Beispiel Viggo Mortensen bei Hidalgo, der hat sich auch nach den Dreharbeiten, das ist so eng mit dem zusammengewachsen und hat sich das Pferd gekauft. Ah, so rum. Ach ja. Cool. Das heißt, die haben quasi sich so gut verstanden, dass sie gesagt haben, okay, wir schließen Bündnis, ich nehme dich mit. Ja, genau, genau. Sehr schön, cool. Ja, damals bei Amans Geheimnis, das Pferd hätte ich auch gerne mitgenommen, aber das hätte keinen Sinn gemacht. Wie gesagt, ich habe weder den Platz. Ich muss sagen, man wächst auch mit dem Pferd während der Dreharbeiten auch richtig zusammen. Also am Anfang war das echt so ein kleines biestiges Ding, weil es nie das gemacht hat, was ich wollte. Also ich musste mich dann auch anfangs ein bisschen durchsetzen, viel Geduld, mit viel Liebe irgendwie ihn dazu hinführen. Und das hat mir auch schon viel Schweiß und Frust gekostet. Ich weiß nicht, ob das jetzt Deutsch war, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und mit der Zeit im Laufe des Drehs sind wir immer mehr zusammengewachsen und das Pferd hat mir auch immer mehr vertraut. Und das war so schön mitzuerleben und so ein tolles Gefühl, dass man tatsächlich, wie so mancher Reiter auch sagt, so, wir waren ein Herz, eine Seele und wir sind zusammengewachsen, waren eins, so, das kann ich voll unterschreiben. Und das ist ein großartiges Gefühl, mit einem Pferd, überhaupt mit einem Tier so eins zu sein, was ja gar nicht unsere Sprache spricht, scheinbar, oder gar nicht so, erstmal so für jemanden, der gar nichts mit Tieren zu tun hat und sich denkt, so, wovon redet er da eigentlich? Aber wenn man das mal erlebt, das ist schon magisch. Zur Schauspielerei bin ich gekommen. Es war damals auf dem Schulhof. Da waren plötzlich irgendwelche Leute, die ich nicht kannte, auf dem Schulhof und haben Flyer verteilt. Und es hat sich herausgestellt, dass diese Flyer eine Einladung zum Casting zum Fliegenden Klassenzimmer, ein Kinofilm war. Und ich war natürlich Feuer und Flamme und wollte auf jeden Fall so einen Flyer haben, wollte zum Casting hin. Und die haben mir dann gesagt, dass ich physisch vom Aussehen nicht zu der Rolle oder zu den Rollen passe, die sie suchen. Und da war ich erst ein bisschen enttäuscht, aber dann bin ich zum Flo gegangen, habe mir den Flyer illegalerweise im Lehrerzimmer kopiert und bin dann zum Casting hin und habe die Rolle bekommen. Und somit habe ich das Schicksal ein bisschen herausgefordert und so fing das alles an. Genau, da war ich 12 oder so. Ja, ist schon toll, wenn so als Kinderstar oder so ist das am Anfang recht spannend? Oder wie stellt man sich das vor? Ne? Ist ja Kinderstar, ja. Ja, ist naja, nicht direkt. Ja, kann man schon sagen. Also wenn man das selber erlebt, würde man das vielleicht anders definieren oder sieht es nicht so. Aber vielleicht ist es für einen Außenstehender klingt immer so bescheuert. Aber für jemanden, der das so von außen betrachtet, vielleicht kann man Kinderstar sagen. Auf jeden Fall war es für mich auf jeden Fall eine tolle Zeit. Ich hatte das Glück, eine Hauptrolle, also meine erste Rolle war damit eine Hauptrolle in einem Kinofilm. Und ja, dieser Film lief auch noch sehr gut. Und dementsprechend haben mich Leute auch auf der Straße erkannt. Und plötzlich ging es mit Autogrammen los und Interviews und alles. Also es ist schon in dem Alter vor allem was Besonderes. Aber man muss immer schauen, dass man auf dem Teppich bleibt. Also meine Mutter hat mir dann auch, da danke ich ihr auch sehr, mir auch immer wieder gesagt, man muss immer wissen, woher man kommt und wo die seine eigenen Wurzeln sind, dass man sich selbst nicht verliert. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man auch sehr schnell, ohne dass man es merkt, auch sehr schnell sich verlieren kann, wenn man sehr viel Erfolg hat oder hatte oder hat. Oder
konnte oder hat. Und weil es immer so ein Auf und Ab. Dann dreht man und der ganze Fokus ist auf dich. Und nach dem Dreh oder nach dem Film bist du wieder zu Hause und dann lebst du wieder dein normales Leben und dann ist dieses Ab und dann geht es wieder auf und ab. Also das ist dieses Schauspiel, dann ist es immer so. Deswegen sage ich Erfolg hatte und hat. Aber ja, genau. Und genau, also da danke ich meiner Mutter sehr, dass die immer geguckt hat, dass ich möglichst auf dem Teppich bleibe und nicht da zu sehr aufgehe. Ja, also ich finde beim Film, also erst einmal sehe ich mich als Schauspieler wie ein Spiegel der Gesellschaft. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber also meine Arbeit besteht darin eigentlich auch, wenn ich im Café sitze, Leute zu beobachten, wie sind die Menschen, wie verändert sich die Sprache, wie sind die Leute so miteinander. Und das versuche ich aufzusaugen und in meine Arbeit, je nach Rolle, dann mit einzubringen und das quasi wiederzuspiegeln. Und beim Film finde ich es toll, im Gegensatz zum Theater vielleicht, wo man große Bewegungen machen muss, wo man laut und deutlich sprechen muss, damit die letzte Reihe das auch versteht, dass man beim Film mit ganz, ganz wenig viel zeigen kann. Also mit einer Mimik, mit einem Wimperzucken kann man viel aussagen, ganz, ganz unterschwellig. Und das finde ich eigentlich ein tolles Mittel und ist eine tolle Facette vom Film. Dann ist man natürlich an ganz verschiedenen Orten, an die man sonst nie kommen würde. Oder auch dieses Teamgefüge, dieses Beleuchter um sich zu haben, den Ton, die Kamera, Regisseur, Requisite, Baubühne, Maske, Kostüm, die ganzen Fahrer und was es alles noch gibt, Produktion und so weiter, dass die alle auf diesen einen Moment hinarbeiten, dass der perfekt klappt und aufgenommen werden kann. Das finde ich auch wahnsinnig faszinierend. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich Jurymitglied sein darf. Ich freue mich sehr drauf. Warum ich als Jurymitglied mitmache, ist, dass ich gerne einen Beitrag leisten möchte zu der ganzen Idee der Equinale. Dass ich denke, dass ich auch vielleicht als Filmschaffender, also es geht ja auch um Filme, wo Pferde eine Rolle spielen, in jeglicher Hinsicht, dass ich vielleicht da auch nochmal einen anderen Blickwinkel als Schauspieler oder Filmschaffende hineinsetzen kann, sozusagen in der Auswertung. Wobei ich mir ganz wichtig ist zu sagen, dass ich meine eigenen Projekte selber nicht bewerte. Also das gebe ich dann ab, weil das ja unparteiisch sein soll. Hast du bei dem letzten Equinale irgendeinen Lieblingsfilm gehabt? Da ist ja die Bewertung schon durch. Oder hast du noch eine Erinnerung? Boah, das waren wirklich so viele Filme, auch so viele Genres. Es ist unglaublich. Dokumentarfilme, Spielfilme, ich glaube, es waren Kurzfilme dabei. Ja. Also es ist wirklich, die Bandbreite war so groß und das macht es auch so spannend, finde ich. Und auch so schwierig auszuwählen und zu sagen, boah, das ist jetzt der Film, der absolut der Film war, der teilweise auch, glaube ich, gezeichnet, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, genau. Oder halt so, ne, so irgendwie mit Trickfoto oder so. Da weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber da war wirklich sehr, sehr viel dabei. Und das ist eigentlich das Schöne dran. Also ich kann jetzt nicht sagen, das war jetzt der Lieblingsfilm. Also ich habe das vorhin versucht schon ein bisschen anzudeuten, bei Amanns Geheimnis, wenn ich mit Pferden arbeite oder mit diesem besagten Pferd, dass so ein Herz und eine Seele, also diese Verbindung zu Pferden habe ich. Und für mich sind Pferde eine Art Lehrer oder Vorbild, auch wie man mit Natur, mit Tieren im Allgemeinen umgeht. Und auch ist eigentlich der Inbegriff von, es klingt jetzt pathetisch vielleicht, aber auch der Inbegriff von Liebe. Also die sind so, wenn du dem Pferd einmal was gibst, gibt es dir tausendfach zurück.
ohne Wenn und Aber, also diese bedingungslose Liebe. Und da kann das Pferd noch so biestig sein. Man muss, deswegen sage ich auch für mich, das ist ein Lehrer, das Lernen des Pferds zu verstehen, warum es so reagiert. Vielleicht hat man selber einen Fehler gemacht, den man sich nicht eingestehen will oder den man gar nicht als Fehler gesehen hat. Oder vielleicht geht es auch einfach darum, den anderen zu akzeptieren, wie er ist und dann vielleicht kreativ zu sein, andere Wege zu finden. Das ist nicht nur mit Pferden und Tieren so, das ist auch mit anderen Menschen so. Das ist vielleicht auch in einer Beziehung so. Und da kann man auch viel, viel von Pferden lernen. Und das finde ich toll. Also keine konkreten, jetzt kommt wieder der Standardspruch von dem Schauspieler, es ist was in Planung, aber darüber darf ich nicht reden, das ist aber tatsächlich so. genau, aber wenn es klappt, freue ich mich sehr drauf und bin auch immer offen und freue mich, wenn ich mit Pferden arbeiten kann. Noch so zum Schluss für die Amans Geheimnisfans, kannst du uns da so einen kleinen Einblick gewähren? Gibt es eventuell einen dritten Teil oder... schaut es schlecht aus? die Frage. Also, es gibt Leute, die sagen, es wird keine dritte Staffel mehr geben. Ich weiß aber von Leuten, die daran arbeiten, dass es noch eine dritte Staffel geben soll. Ob es die am Ende geben wird, weiß ich nicht. Aber ich hoffe sehr, dass es noch eine dritte Staffel geben wird. Und ich weiß auch, dass es sehr viele Fans und Freunde gibt, die sich das sehr wünschen und allein dafür lohnt es sich zu kämpfen, dass es eine dritte Staffel geben wird und ja, ob es klappt, weiß ich nicht, aber ich für meinen Teil werde mein Bestes geben und ich hoffe, es kommt zustande.